Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Eisamaka MSC. Jo, es geht wieder weiter, es geht wieder los. Ja, ich bin noch nicht zu Hause. Die letzte Folge war ein bisschen unspektakulär, ich weiß, aber ja. Ja, boah, ich habe mir noch überlegt, nur nicht darunter plumpsen, das ging gerade noch glimpflich aus. Ich sage ja, das hier ist die schwierigere Strecke, aber kurz halt hier in dem Sinn. So, da kommt die Bimmelbahn. Lalalala, immer schnell drüber. Also es gibt nur eine Straße, da kommen wir direkt von der Hauptstraße praktisch hier auf diesen Schotterweg nach Hause. Was ist denn? Das ist Omi, oh, jawohl, genau. Jetzt sind wir gleich zu Hause. Ne, beziehungsweise wir kommen auch nicht direkt zu Hause, aber wir haben da die einfache Strecke. Also ich meine, die Strecke ist einfacher. Sag mal, so viele Rollen hier, also das kommt mir nicht so bekannt vor. Dass da mal ein oder zwei von diesen Strohrollen da lagen, aber das ist jetzt mehr. Kann ja sein, dass die hier jahreszeitenmäßig auch ein bisschen hier regulieren. Es hat übrigens schon lange nicht mehr geregnet. Boah, das war knapp. Jawohl. Nein! Puh! Das war knapp. Bremse! Ja, das war schön. Ja, und der Zug, wir sind schon lang drüber und dann den hört man immer so laut, das ist halt auch lustig. Das war ja mal wieder lustig. Fast mal wieder verunglückt. Mein, mir lieber da auf dem Hügel hochfahren, als wie die Böschung runter. Weil ich sage ja, die Seite da drüben ist wirklich schlimm. Da kommst du meistens fast ohne Hilfe nicht raus. Ja, die Karre ist halt jetzt auch spitzig hier, wirklich unterwegs. Naja, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir diesen Carburetor noch einbauen, hier diesen letzten, den wir da haben, und dann ist Schicht am Schacht. Dann haben wir eigentlich alles, was man an Tuning hier verbessern kann an der Karre. Denke ich doch mal, oder? Wir haben die besten Stoßdämpfer drin, die waren 9000, waren die wirklich sehr teuer. Und sonst haben wir ja eigentlich auch sogar dieses komische Racing-Rad hier. Haben wir drin. Und das Einzige, was dann halt noch ging, das wäre halt tatsächlich Gang-Tuning. Wobei ich mich da überhaupt nicht auskenne. Wir fahren halt momentan wirklich auf ein Standardgetriebe hier eingestellt. Wie das sich anders dann verhält, keine Ahnung. Ich hätte es gern schnell und ja, sparsam, genau. Müssen wir da auf die Hebebühne, um das einzubauen? Eigentlich nicht unbedingt, aber es wäre vielleicht doch besser. Sind wir richtig drauf? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist okay. So, aus in der Kiste hier und fertig. Ja, vom Tontechnischen her, da finde ich in dem Spiel ist absolut nichts richtig abgemischt. Ja, aber knapp hier, Cap hier. Nix, Tag. Telefon. Telefon um die Zeit?
Es ist 8 Uhr rum. Ach nee, jetzt, ich wollte. Naja. 8:30. Hallo? Ach, Omi! Ach so, ja, du kommst jetzt zum Fluss. Ja, dann mach jetzt mal hier. Ciao. Ach, die redet immer so viel, die alte Frau. Ey. Ach, Mann. Fisch, naja, Fisch. Fisch verliebt, ja. Wenn wir schon die blöde Zigarette anhaben, dann rauchen wir sie halt jetzt auch. So. Der Rest schnick ich weg hier. Ich würde ja normalerweise keinen Raucher machen hier. Unbedingt, wenn es jetzt sein muss, hier die Zigarette hier, die Hälfte davon wegschmeißen hier. Hm? Ich guck mal kurz in die Reuse, ob wir da tatsächlich Fisch da haben, aber ich denke, dass wir die Aufnahmesession nicht zu Omi kommen. Zwangsläufig. Und wenn wir das nächste Mal laden, wird es wahrscheinlich wieder nicht da sein. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fische. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? 6 Fische, geil. Geilometer. Gut. Es war letztes Mal, als wir nachgeguckt haben, nur ein Fisch, ne? Ein Fisch war drin. Aber wir haben Durst und Hunger. Und müde sind wir auch noch wie noch was hier. Okay. So, jetzt mache ich erstmal eins. Ich werde erstmal was essen, was trinken. Da, zuerst trinken. Ja, ich glaube, vielleicht zuerst einen Schluck trinken und dann was essen. Weil das Essen ruhig hier auch einmal ein bisschen auf den Durst geht. Weil das ist ein bisschen immer ein bisschen trocken hier, ne? So, ich schieb das Auto noch ein bisschen. Warte mal. Nicht, dass ich hier gleich zack mache hier. Wie war denn das? So. Jawohl, und wohlgemerkt, wir schieben das jetzt tatsächlich über die Gummihaftreibung mit angezogener Handbremse. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir schieben das Auto durch die Gegend. Jawohl. Was war denn jetzt bitte das? Was war das? Frage ich euch. Das war mir da totaler Mist. Warum? Was soll das? Ich habe das nur ein bisschen angetippt hier an der Seite und der macht hier schon so einen Aufriss hier. Das ist nicht normal, also echt. Bei aller Liebe. Nein, nein, nein. So. Ist eh schon verkratzt, ist wurscht. So, also dann nochmal komplett auf die Schiene raufschieben hier. So, jetzt müssen wir da drüben nochmal. Ja, ich hoffe, der kippt uns jetzt nicht gleich um hier. Hat er so Durst, der junge Mann. So. Ja, noch ein bisschen hier. Ja, vorhin war jetzt auch ein bisschen da. Und schwupp war die Karre hier so, wie sie jetzt gerade war. Und ich sag immer noch, wieder die Handbremse hier, über die Gummireibung hier, drücken wir das Auto jetzt weiter hier. Wenn wir jetzt tatsächlich die Handbremse lösen, hätten wir es einfach, aber dann können sie natürlich wieder hinten rausrollen. Nee, nicht so. Warte mal, das geht viel zu lahmarschig. Ja, das war mir klar. Machen wir noch 20 Mal die Tür hier gegen den Pfosten hauen. Ich will doch nur die Handbremse lösen. So. Hier, wenn die kleinen Kinder spielen am Auto, plötzlich rollt das Auto durch die Gegend. Darf ich wieder raus hier aus der Klemmmühle hier? Danke. So, jetzt wieder hier schieben. Müsste es eigentlich besser gehen. Ja, geht auch nicht, oder? Doch, geht. Geht es besser? Schub, schub.
Ja, doch, es geht auf jeden Fall besser hier. Es ist aber eigentlich logisch, dass mit angezogener Handbremse das nicht gut gehen kann, oder? So. Warte mal, jetzt ziehe ich mich so halt da durch. Knacks. Mach die Klappe zu. Ich meine, so sehr ich ja diese Haube liebe, die andere hat ja eigentlich auch Stil mit dem Hebel so zum Aufmachen, zum Aufklappen. Können ja wieder die alte einbauen. Nee, jetzt sag mal so. Gut, so lassen wir es jetzt mal. Jetzt werden wir uns erstmal um unsere körperlichen Sachen kümmern hier. Geist ist willig, nur das Fleisch ist träge. So. Ja, es ist genauso der Schraubenschlüsselkasten, der liegt der auch immer noch rum. So, einmal zur Tür hinaus. Essen haben wir ja noch. Essen haben wir noch da, ne? Wisst ihr was? Die Pizza hier, die ist doch ganz gut. Ja, seht ihr? Da haben wir schon gleich Durst. Da könnte es ja mal passieren, dass uns da mal ein bisschen im Hals stecken bleibt. Und dann sind wir tot sozusagen. Die nächste Zeigungsnachricht. Junger Mann an Essen erstickt oder so irgendwie. So, ich sauf mir jetzt hier einen zu. Ja, eine geht noch, oder? Aber meistens, wenn das eine, das man dann noch trinkt, das letzte Bier ist immer schlecht irgendwo. Also oft ist das letzte Bier schlecht. Ich schwanke und der Kio ist auch fertig. Den könnte man mal wieder abfüllen, aber dann mache ich erst, wenn wir ihn tatsächlich wegliefern können. Weil ich traue dem Spiel hinten und vorne nicht mehr, dass da irgendwie was verschwindet hier. So, ich pull aber noch werden. Das ist überhaupt normal hier. Warum denn nicht? So. Drückt die Blase aus. So, jetzt sind wir geduscht, abgespeist, nicht mehr durstig und stinken tun wir auch nicht mehr sozusagen. Es ist 10 Uhr. Für viele eine tolle Zeit, um ins Bett zu gehen. Ja, komm, wir räumen noch kurz hier die Tasche aus. Also, wir schmeißen sie halt hier ins Eck, würde ich sagen. Oder beziehungsweise, warte mal. Wir tun sie gleich im Vorratsschrank aufmachen. Das war X. Hängt im Schrank fest. So, in welcher Richtung sprillt die das auf? Hört man gleich rausfinden. Hä? Oh, das ist ja geil. Haben die es geändert, dass jetzt das nicht mehr explodiert, das Teil? Hat das ist auch cool. Naja, okay. Also mal auch ein sinnvolles Update, dass die Tasche nicht mehr hier in 1000 Richtungen explodiert. Leider kann man jetzt hier ersehen, was rausfällt hier sozusagen. So, das war's. 4 Zucker. Wir brauchen eh Zucker das nächste Mal. Das heißt, wir brauchen hier noch 3 Zucker. Ja, zuckt denn der Zucker noch? Jawohl, der zuckt noch. So. Ja, es ist hier ein bisschen durcheinander, ich weiß. Plomp, jawohl. Müsste bloß noch, wenn es runterfällt aus einer gewissen Höhe, dass es dann aufplatzt. Na, oder das lassen wir mal lieber, ne? Gibt ja nur Sauerei. So, dann tun wir den Zucker mal noch mit hier einsortieren. So, also es reicht noch mal auf jeden Fall für einmal noch mehr ansetzen. Den Hefedinger hier. Da haben wir noch 2, also haben wir jetzt 3. Also haben wir einmal mehr, wie wir eigentlich benötigen. Das ist auch ganz gut. So, und jetzt würde ich mich ins Bettelein schwingen. Ja, die Flasche bleibt da liegen, bis einer drüber fällt. Warte mal. Die Autoteile, die lege ich mal hier ab.
Es geht ja nicht jeder mit einem Vergaser und mit Kühlmittel schlafen, oder? Y. Blank. Okay. Bonk. Schön. Das war wieder super auf die Anrichtung gestellt hier. So, her mit dir und her mit dir. Das bauen wir dann das nächste Mal ein. Ach, der hat sich gleich aufgestellt. Schön. So. Der Benzinkanister. Ja, warum der nicht in der Position gespeichert wird, wo er hin soll. So. Jetzt. Ich schlafe mit offener Tür, weil das mit mehr Luft reinkommt hier, ne? Da haben wir das Fenster hier nicht aufmachen können. So, und jetzt es lieben wir heute mal. So, das heißt heute. Anders mal auch. Und ich trinke einen Schluck Kaffee. So, guten Morgen, liebe Sorgen. Ja, ein GT haben wir jetzt leider nicht, aber ja. GT-Tour. So, Teflon hat auch keiner angerufen. Hätte ja sein können, es ist. Ah, es ist 8. Da hat aber lang geschlafen, der junge Mann. Normal steht also um 4 immer auf. So. Gut. Also, wir hatten ja irgendwann mal noch einen Ratschenkasten, aber der ist irgendwann auch verschütt gegangen. Ich weiß nicht, wo er hingekommen ist und ich habe jetzt auch nicht speziell danach gesucht. Der Gabelschlüsselsatz tut es natürlich auch. Also, von daher, man muss jetzt hier nicht einen Ratschensatz haben. Mein Schöner am Ratschensatz ist natürlich, dass man dann schön hier eben in einer Richtung alles zudrehen kann und nicht aus Versehen wieder irgendwas löst hier. Knatz. Das knallt immer so komisch, wenn man das hier aufmacht. So. Okay. Le Caporetteur. Der Miseres. Was braucht man denn da für Schlüssel? Schlüssel, die ich nicht weiß, welche wir brauchen. Wo stelle ich das hin? Hier. So, dann stelle ich mich in den Motor wieder rein. Na nö. So genau wollte ich es jetzt nicht wissen. Das letzte Mal, das war tatsächlich. Jetzt kann man mal hier richtig schön die Kolben angucken. Das letzte Mal waren tatsächlich hier ein Kolbenwagen am Arsch. So. Schraubenmodus. Ist das ein Dreierschlüssel? Beziehungsweise was eigentlich eher so ein 15er, sonst sowas. Die Schräuble sind's. Aber der war es nicht. Dann nehmen wir mal die nächste Größe. Aufgepasst, der ist es ja wohl. So, den Abgaskrümmer müssen wir nicht wegschrauben. Das müssten jeweils zwei Schrauben sein, oder? Drei? Zwei. Da machen wir komplett hier den Ansaugstutzen praktisch auch neu mit dran. War es das schon? Das war's schon. Was mich halt ja auch tatsächlich wundert, dass das hier keinen Luftfilter hat. Dieser Vergaser hier. Das haben beide aber nicht. So. Oh je, das müssen wir jetzt dann wieder einstellen. Das wird wieder. Ja, wa was denn hier? Das war doch über dem Ding hier. So. Der hat Luftfilter, seht ihr? Der hat Luftfilter obendrauf. Was sind das hier eigentlich für Schrauben hier? Diese. Sind das die Einstellschrauben für den Vergaser? Ich gucke mir den mal genauer an. Genauer meine ich, indem ich hier noch ranzoome. Also hier geht ein Schläuchle. Der hat praktisch zwei Einstelldinger und das hier vorne müssten tatsächlich die Einsteller sein. Der hat ja noch so eine Brücke drin. Oh, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie man den dann einstellt. Der andere hat ja auch, der hat ja vier Einstellmöglichkeiten gehabt, glaube ich. Naja, wir werden es hinkriegen. Installiert. So.
Ah ja, interessant, die Luftfilter sind dann da nach hinten. Naja, gut, wie die angeordnet sind, ist ja eigentlich ziemlich schrille. Jetzt müssen wir die Schraube wieder anziehen. Mit Gefühl. Ja gut, ich habe noch in keinem solchen Mechanikerspiel was gehabt, dass man tatsächlich eine Schraube abdrehen kann, dass sie kaputt ist oder so. Dass man dann tatsächlich einen Drehmomentschlüssel bräuchte und so weiter. Was eigentlich tatsächlich realitätsnah wäre, dass man Schrauben auch kaputt drehen kann, ne? Dass die dann wirklich ab sind. Die müssen nicht unbedingt sein, dass jetzt ja, dass die rund werden. Das kann natürlich auch sein, aber tatsächlich, dass Schrauben durch zu viel Zuggewicht sozusagen hier dann rund werden. Nee, Quatsch. Ab sind. Rund jetzt. Jetzt komme ich schon total durcheinander. Ah, wir haben vergessen, den Kühlerdeckel zuzuschrauben, aber das ist in dem Fall eigentlich kein Problem. Darf ich mal den Werkzeugkasten ein bisschen versetzen? Danke. Na, da können wir noch mal ganz kurz gucken, ob da was rausgegangen ist aus dem Kühlmittel. Normal aber nicht, das müsste dicht sein. Einfach mal nur so zum Test hier. Nö, also. Das ist dicht. So, dann stellen wir das da unten hin. Dann machen wir jetzt den Deckel drauf. Es ist ja in dem Fall überhaupt kein Thema, ob jetzt der drauf ist oder nicht der Deckel. So, wo ist denn bitte der Ölmessstab? Ich hätte mal kurz bitte das Öl geprüft. Ölpfanne. Dipstick. Dipstick, F. Also nach meinem fachkundigen Auge scheint es gut zu sein, auf Maximum. Wobei ich es ja eigentlich persönlich vorziehe, wenn das in der Mitte ist, das Öl. Ich denke, dass es besser ist, weil wegen Ausdehnung und so weiter, ne? So, und jetzt müssen wir den ganzen Sach wieder einstellen. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir erst die nächste Folge. Ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich beim nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Cheerio, ich bin raus, euer Lego.